Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Mitte Juli, auch wenn es nicht so aussieht. Ich werde versuchen, jetzt eine Lücke zu finden in dem ganzen Regen und der Kälte hier. Man sieht, ich bin etwas wärmer angezogen. Aber es soll jetzt mit Juli Zeit für einen Gartenrundgang. Ja, die ersten Kulturen haben die Beete verlassen. Wie zum Beispiel Erbsen, Radieschen, Kohlrabis und viele, viele, viele Salate. Jetzt können schon geerntet werden, wie zum Beispiel Möhren, Zucchini, Gurken und Tomaten, um nur mal einige zu nennen. Das Bärenobst ist zum größten Teil auch schon geerntet, wie zum Beispiel Johannisbeeren, die Himbeeren und was ich noch ernten kann, sind jetzt die Brombeeren und die Blaubeeren. Ein Teil der Kartoffelernte ist jetzt schon durch, gibt es ein eigenes Video drüber. Könnt ihr mal reinschauen, was es da Überraschendes zu sehen gab. Beim ersten Starkbezehrerbeet hatte irgendjemand Hunger gehabt von unten. Nur zwei Pflanzen, aber kann ich mit leben. Sehe ich nach oder mal sehen. Na gut, die Winterkulturen haben jetzt Einzug gefunden in die Beete. Knollensellerie, der Lauch in den drei Reihen. Die Kohlrabis werden noch leicht noch nach und nach abgeerntet. Stören jetzt nicht weiter. Und jetzt noch vier Kohlrabis. Gibt es ein leckeres Süppchen von. Ja, die Zucchini geben Vollgas. Leider immer wieder solche Luftnummern mit bei, die dann anfangen zu faulen. Rechtzeitig abpflücken, nicht dass noch irgendwelche anderen Pflanzen mit in Mitleidenschaft geraten. Ja, zu den anderen, der Kohlrabi, den ich hier mit ausgesät hatte am Rand, ist etwas in Bredouille geraten, die sind echt groß geworden, die Pflanzen. Aber gut, werden sie umgepflanzt, kommen woanders hin und dann passt das. Genau wie der Tagetes hier. Ansonsten, gute Ernte bis jetzt, kann nicht klagen bei Zucchini. Kurzer Rundblick über die Gurken. Die da hinten geht leider ein. Beide Sorten sind chinesische Schlangen. Die eine Sorte ist eher so wie die hier gerade gewachsen. Und die andere Sorte, gucken wir mal, ob wir eine finden. Aber die da unten wächst auch sehr gerade. Eigentlich sind sie relativ gebogen, die Gurken hier. Aber habe ich gestern alle geerntet. Ja, gut. Das zu dem Thema Beispiele. Ja, die Erdbeeren hier, die endlich jeden Monat neue Früchte rausbringen, geben sich Mühe, aber irgendwie ist dieses Jahr kein Erdbeerjahr. Die andere Seite auch, eine späte Sorte, ein, zwei Blüten und keine Früchte. Warum? Zu feucht, zu kalt, ich weiß es nicht. Kaltes Frühjahr gewesen, hilft nur warten. Ja, die ersten Erdbeeren bilden jetzt hier langsam diese Ranken, wo neue Pflanzen rauskommen. Kommen bei mir dann in einen Topf. Und wenn sie angewachsen sind, Ranke ab. Und dann können sie erstmal im Topf sich entwickeln, bis der neue Standort frei wird. Ja, wie auch bei der Kartoffelernte, es ist nicht jedes Jahr gleich. Dafür gibt es dieses Jahr wahrscheinlich ordentlich viel Kürbisse und Zucchini. Was soll man zu diesem Kohl hier sagen? Außer, da hat jemand Hunger gehabt. Drei Raupen habe ich dran gefunden, abgesammelt. Ich hoffe, das war's jetzt. Trotz Netz, irgendwo muss eine Lücke gewesen sein, wo der Kohlweißling reinkommen konnte. Ansonsten, der Rest sieht eigentlich relativ gut aus.
was ich so gesehen habe bis jetzt. Die anderen sehen echt gut aus, entwickeln sich prima. Ich habe hier mehrere Sorten in der Mitte hier. Das ist Rosenkohl. Außen ist der Blumenkohl. Und dahinter ist auch nochmal Blumenkohl. Hier vorn jeweils Rotkohl. Und da das Netz nicht mehr gereicht hat, müssen die halt so durchkommen. Oder ich muss halt sammeln. Ja, hier mein Sorgenbeet. Hier wachsen zwar die Zwiebeln, aber die Möhrchen wollten hier nicht so richtig. Die nachgesäten kommen jetzt so langsam. Genau wie der Dill ist jetzt komplett eingegangen. Warum? Keine Ahnung. Der da hinten dümpelt auch vor sich hin. Schwarze Wurzeln wachsen auch so langsam. Bisschen Bohnenkraut. Ansonsten haben sich hier ein paar Pflanzen selber ausgesät. Hinter mal schauen. Ich komme jetzt leider nicht auf den Namen. Wer es weiß, kann es mir gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Genau wie die beiden da drüben. Da sind sie. Ich würde jetzt tippen auf den Männertreu. Ja, in dem Beet schöne große Zwiebeln. In dem anderen Beet. Ja. Komisch. Ja, auch hier die Möhren, langsam reif, Ende Juni kommen sie raus. Hier habe ich eine Fingermöhre gewählt. Gucken wir mal. Moja, dicke Finger würde ich sagen. Ja, dann wurden hier außen noch mal einmal Möhren nachgesät in den beiden Außenreihen. Und die Zwiebeln, naja, in dem Beet nicht so wirklich. Genau wie die Petersilie. Ich weiß nicht, habt ihr auch so eine Probleme mit der Petersilie dieses Jahr? Also bei mir wächst sie eher spartanisch. Sieht diese Mischkultur nicht ehrlich aus? Ringelblumen, Tagetes, Kapuzinerkresse und in der Mitte eine kleine, aber feine Sonnenblume. Ja, auch hier bei dem Beet, die letzten Kulturen sind jetzt im Beet eingezogen. Hier ein paar Radieschen noch, hier die letzten Erbsen, in der Mitte eine Winterhecke. Die Ringelblumen hier im Beet geben der ganzen Sache noch den gewissen I-Tupfer. Hier noch eine Reihe Erbsen wieder und in der Außenreihe eine Kartoffel. Nein. Wurden nochmal Salate nachgesät und das war es dann auch für dieses Jahr. Da hier in der Mitte sollte eigentlich komplett Mangold stehen. Etwas geschossen, somit musste der raus. Sind zwei Pflanzen übrig geblieben. Um den Platz noch zu nutzen, sind jetzt mal Stangenbohnen ins Beet gekommen. Genau wie hier außen, haben wir ein bisschen nachgesät, weil wir ein paar nicht gekeimt haben. Demnächst kommen in der Mitte die Möhren raus, Ende Juli. Hier habe ich eine schöne, runde Sorte diesmal gewählt. Und auf diesen Dämmen war auch eine gute Wahl. Sonst habe ich immer die Schwierigkeiten gehabt, dass die in der Breite wachsen und nicht nach unten. Die satzweise Aussaat bei den Bohnen war eine gute Idee. Hier vorne die ersten Bohnen, 6 Pflänzchen hatte ich an der Voranzucht. Abgeerntet, bringen jetzt nur noch ein paar Böhnchen. Jetzt kommen langsam die eine Woche, 2 Wochen später ausgesäten. Sind jetzt in der Blüte und bringen den Mist auf Bohnen. Und drüben, die waren ja auch 2 Wochen später, wachsen jetzt. Und wenn die wahrscheinlich abgeerntet sind und keinen Ertrag mehr bringen, sind die auf der anderen Seite dran. Genau wie die in der Mitte, sind auch noch 2 Wochen später welche gepflanzt worden. Somit habe ich in dem Beet Bohnen in keine Ernteschwemme, sondern schön nach und nach. Ja, wer sich erinnern kann an die anderen Gartenrundgänge, hier war halt das Gründüngerbeet, was herrlich geblüht hat. Das hat der Rasenmäher draus gemacht.
Mulchmaterial. Hier sind noch ein paar Pflänzchen übrig geblieben. Ansonsten sind reingekommen zwei Tomaten noch, die ich noch übrig hatte, und ein Kohlrabi. Einmal Gründünger habe ich jetzt nochmal nachgesät. Da kann ich noch einmal Mulchmaterial bzw. gutes Material für den Kompost bzw. für Nutztiere, da es Eiweißpflanzen sind, verfüttern. Die freuen sich. Und die Bienen freuen sich auch natürlich. Hier mein Liebling ab Mitte Juni. Hochbetrieb. Ja, dem Kürbis ist es wahrscheinlich auch zu feucht. Ist verfault. Im Gegensatz zu den anderen Kürbissen. Ich habe bereits sagte, gegenüber letzten Jahr, wo ich keine Kürbisse hatte, dafür habe ich jetzt dieses Jahr keine Erdbeeren, aber dafür Kürbisse. Und zwar in richtig schönen Größen. Sieht man hier leider durch die ganzen Blaubeeren nicht. Gute 15 cm schon im Durchmesser. Und es bilden sich immer wieder neue Kürbisse mit aus. Jetzt schon langsam schön dunkel. Ja, in dem Beet, Maisbeet, sind jetzt knapp 90 cm hoch die Pflanzen. Außer die eine. Bildet auch schon die ersten Maiskolben aus. Zeige ich euch gleich nochmal in der Nahaufnahme. Ansonsten wachsen noch die restlichen Salate, werden noch reif. Die Melone, Quatsch, die Melone. Der Kürbis bahnt sich seinen Weg. Seht ihr das Orange da in der Mitte? Genau wie hier. Zu den Füßen immer ausgesät Stangenbohnen, die die Maispflanzen als Rankehilfe benutzen. Stangenbohnen entwickeln sich auch sehr prächtig. Die Apfelsorte habe ich letztes Jahr gekauft. Ich hoffe, dass ich wenigstens einen Apfel habe zum Probieren. Gucken wir mal. Von 5 Bäumen, davon ist ein neuer, trägt der neue und ein alter. Der Rest hat so gut wie gar nichts dran. Im Gegensatz der Baum, nichts. Dafür der Baum voll. Ich sehe gerade noch ein Kürbis vergammelt. Das ist jetzt aber echt ärgerlich. So, das nächste Kernobst wird auch reif. Eine leckere Bauernpflaume. Und dazwischen wachsen die Brombeeren. Wir können ja mal gucken, wo der Trieb anfängt. Fangen wir mal von unten an zu messen. Also ich finde die Trieblänge ja faszinierend, wie lang die ist. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter. Geht sie da hoch? 4 Meter durch den Baum hindurch und
und das hängt voll. Rein in den Baum. Und da wieder runter. Durch den Pflaumenbaum weiter durch. Man sieht es leider durch die Blätter nicht. Was ist denn hier? Und hier ist das Ende. Also wenn ich messen würde, 5 bis 6 Meter langer Trieb. Hier eine dunkelrote Stachelbeere. Auch die kann beerntet werden. Johannisbeeren sind halt alle abgeerntet. Dieses Jahr habe ich Saft draus gemacht. Gibt es ein eigenes Video, verlinke ich euch oben mal. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ansonsten dahinter sind die Himbeeren, auch alle abgeerntet. Nichts weiter draus gemacht, außer die gegessen. Ansonsten müssen die Johannisbeeren nur noch geschnitten werden dieses Jahr. Und ein, zwei werden umgepflanzt, kommen in mein Bärenbeet. Wildwuchs der Himbeeren. Die Himbeeren haben sich alleine hier ausgebreitet, haben da, wo eben die Stangenbohnen waren, angefangen und wandern und wandern und wandern. Dadurch, dass ich zwei Sorten habe, eine frühe und eine etwas spätere, sind die frühen Blaubeersorten jetzt schon abgeerntet. Und die etwas spätere Sorte wird jetzt so langsam blau. Ja, noch ein kurzer Blick ins Gewächshaus. Ich habe es endlich geschafft, alles zu mulchen. Hinten die gelbe Tomate, das ist schön Hagener Frühe. Sind jetzt schon die ersten gelben Tomaten dran. Die ersten Paprika durften auch schon geerntet werden. Und die Auberginen entwickeln sich auch prächtig. Dazwischen seht ihr die Melone. Immer wieder Früchte dran, die nach einem gewissen Stadium immer wieder abfallen. Ein kleiner Ohrenkneifer. Einer meiner Nützlinge. Freundlicher Helfer. So, schnell die Tür vom Gewächshaus wieder zu. Es ist echt kalt heute draußen. Ich habe echt kalte Hände. Das ist Wahnsinn. Geht allein wieder rein und tupft ein bisschen Unkraut. Hier die Tomaten entwickeln sich auch prächtig. Hier ist der erste Satz. Hier ist der erste Fruchtansatz. Hier ist der zweite Fruchtansatz. Der dritte und der vierte. Und ab darüber werde ich wahrscheinlich dann abkappen. Die ihr dann auch im Tomatenvideo sieht. Verlinke ich euch oben mal. Die Früchte alle bis zum Ende der Erntesaison reif werden. Und gehen wir mal rüber zu den Paprika. Die Sorte heißt bunte Zwerge. Bis jetzt sind die Farben bunt wie schwarz und rot und grün. Erst habe ich gegessen. Die schmecken super zuckersüß. Kann ich echt nur empfehlen, die Sorte. Gibt es im Dreschpflegeshop. Ansonsten wächst hier noch das sibirische Birnchen. Cocktailtomate, die nicht wirklich eingekürzt werden muss. Ja, ich wärme mich in der Weile noch ein bisschen meinen Tee. Wetter ist nicht wirklich besser geworden.
Wer sehen möchte, wie es letzten Monat im Juni aussah, dem verlinke ich mal das Video vom letzten Gartenrundgang. Und wem das Video gefallen hat, über ein Däumchen hoch, würde ich mich sehr freuen. Abonnieren nicht vergessen. Jetzt hier im Anschluss gibt es noch einen kleinen Rundgang durch die Urban Gardening Ecke, was sich seit dem letzten Video vor 2 Wochen noch so getan hat. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Anfang Juni habe ich die vorgezogenen Basilikumpflanzen eingepflanzt. Weil ich letztes Jahr gelesen habe, dass Tomaten und Basilikum in Mischkultur sich gegenseitig unterstützen. Also sie hören nicht nur auf dem Teller zusammen, sondern auch in der Pflanzkultur.